Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde SG Heroes auf dem The Hive Server. Heute spielen wir die Map Shifting Sands. Und heute muss ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass schon wieder über eine Woche lang kein Video kam. Yeah, mal wieder entschuldigen über lange Inaktivität. Ich habe aber diesmal sogar relativ gute Ausreden, beziehungsweise Ausreden sind eigentlich nie gut. Was ich ziemlich cool finde an SG Heroes ist übrigens, dass der Mond so schnell. Also der Mond ist ja am Anfang da und dann geht er so ganz schnell unter. Das ist ziemlich geil. Ich mache das mal ein bisschen so, dann kann man das schön sehen, während ich rede oder... Genau, ich mache einfach mal so. Vielleicht sieht man es ja gut. Auf jeden Fall musste ich mich auf jeden Fall mal entschuldigen, weil es tut mir voll leid und so. Aber ich habe The Walking Dead geguckt. Ja, das ist so das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also ich habe jetzt eine Woche frei oder ich habe jetzt noch eine Woche frei. Also ich hatte zwei Wochen jetzt frei. Die eine ist jetzt schon um, die zweite ist jetzt halt. Das meine ich übrigens. Und ja, ich habe in der Woche eigentlich nur The Walking Dead geguckt und das war's. Und jetzt habe ich The Walking Dead durch, yay. Außerdem habe ich natürlich ein bisschen Hide and Seek nebenbei gespielt, weil das kann man einfach immer nebenbei machen. Und ja, ich habe irgendwie, ich habe mich nicht so in der Verfassung gefühlt aufzunehmen. Also ich hätte schon gerne aufgenommen und so, also es ist ja alles bereit, so mehr oder weniger, was bereit sein kann halt. Aber ich wusste halt nicht wirklich, was ich aufnehmen soll und über was ich reden soll, weil... ja, das Einzige, was ich halt auf, also jetzt, was ich so normalerweise bringe, wäre One in the Chamber, was ich aber mehr oder weniger als Projekt aufgehört habe, weil ich ja 1000 Wins habe und das ist ein cooler Abschluss eigentlich. Ich habe die Kiste gesehen, aber da gehe ich jetzt nicht ran. Oder Hide and Seek, aber ich glaube, das ist ziemlich langweilig, außerdem, ja, keine Ahnung, da kommt bald noch was, könnt ihr euch auf was freuen, mehr oder weniger, wenn ihr Hide and Seek mögt oder so, keine Ahnung. Aber was ich halt normalerweise mache, wäre halt MCSG oder Survival Games of Hive oder SG Heroes. Und ja, Survival Games of Hive wäre ja die 50. Episode. Aber das ist, keine Ahnung, dafür brauche ich einfach mehr Zeit für das, was ich machen will. Und ja, MCSG habe ich eben probiert aufzunehmen sogar, aber Jungs, ist unmöglich bei den Hackern. Nee, das geht einfach, es geht überhaupt nicht. Man kann MCSG nicht mehr spielen. Also in meiner, meiner Meinung nach irgendwie. Oder vielleicht habe ich auch immer nur Pech, dass ich da irgendwie in die Hacker komme. Aber ja, ich habe halt nur Hacker. Wirklich in jeder Runde sind zwei Hacker oder so. Und das Ding ist, wenn du einen tötest und Goldapfel gerade am Fressen bist, dann kommt der nächste. Und das ist einfach immer so. Und ja, keine Ahnung. Also deswegen kam davon jetzt nichts. Und jetzt habe ich mir überlegt, nimmst du mal SG Heroes auf. Zwei Runden gehabt, zweimal zerteamt worden. Obwohl es verboten ist, Leute. Ich verstehe es nicht. Und ja, macht irgendwie nicht so viel Spaß im Moment. Ja, genau, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also, ja, Minecraft im Moment, nee, macht mir nicht so viel Spaß. Und das Ding ist einfach, dass irgendwie macht mir gar nichts mehr so Spaß wirklich in Minecraft jetzt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich quitte oder so. Ich werde schon versuchen, jetzt SG immer noch weiterzubringen. Also ich spiele eigentlich SG und SG Heroes nur für Aufnahmen. Und gar nicht mehr so alleine, weil es macht halt keinen Spaß, ne? Warum soll ich es denn spielen? Und ja, keine Ahnung. Also es macht halt im Moment nicht so viel Spaß und... Keine Ahnung, woran liegt das? Es liegt, denke ich mal, an den ganzen doofen Leuten, die es einfach so gibt. Einmal gibt es natürlich die Hacker und so, die irgendwie immer mehr werden. Auf jedem Server, auf Timolia jetzt auch. Das ist, ich spiele auch kein Timolia mehr. Es macht ja, es hat früher eigentlich viel Spaß gemacht, Timolia. Irgendwie vor zwei Wochen noch oder so. Blablabla. Also vor zwei Wochen oder so hat Timolia noch Spaß gemacht. Da habe ich auch noch relativ viel gespielt. Aber seitdem es jetzt so viele Hacker gibt, nö, ich meine, keine Ahnung, es macht mir halt keinen Spaß. Warum soll ich denn spielen? So ganz im Ernst. Dann lasse ich das lieber. Und bei Hive SG und MCSG und so ist es ja schon immer so gewesen, dass es da viele Hacker gab und deswegen spiele ich das nicht mehr. Und SG Heroes ist ja natürlich auch wegen Team richtig blöd und ja, es gibt da halt Teams, obwohl es verboten ist, deswegen fuck das auch ab. Und keine Ahnung, das Einzige, was ich jetzt noch spiele, ist eigentlich einmal Hide and Seek, weil das kann man eigentlich immer nebenbei spielen und dann habe ich halt was zu tun, so mehr oder weniger. Und andererseits spiele ich jetzt auch, ich habe heute angefangen Block Party zu spielen. Hab irgendwie, keine Ahnung, 10 Runden oder so nur gespielt, aber es hat relativ viel Spaß gemacht, gerade weil es da wenig Hacker gibt. Also natürlich gibt es ja die Leute, die sich dann freezen und dann stehen bleiben und so, aber im Endeffekt, keine Ahnung, da gibt es halt weniger Hacker als in allem anderen und deswegen ist das das Einzige, was ich spiele. Und LOL spiele ich jetzt wieder, ich mache jetzt jeden Tag ein Game, das reicht erstmal für ein bisschen Money und so. Vielleicht mache ich irgendwann jeden Tag zwei Games oder so, mal schauen. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich halt nicht so viel Spaß daran und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, nimmst du nicht auf, wenn du eh keinen Spaß daran hast. Und jetzt habe ich mir gedacht, nimmst du mal auf, hast mal ein bisschen Spaß und was passiert? MCSG zeigt worden und in Heroes der Team worden werden. Und der Typ laggt einfach wie scheiße, oder die Typin. Oh, meine Rod ist sogar richtig on point gerade. Okay, das war jetzt nicht so on point, das auch nicht, aber der war wieder okay. Oh Gott. Yo, ich habe jemanden getötet. Wow. Übrigens, ich kann euch The Walking Dead nur empfehlen. Falls ihr euch irgendwas anschauen möchtet, irgendeine Serie, dann ist The Walking Dead
Also ich weiß nicht, ob es halt was für euch ist. Es sind halt Zombies und es gibt keinen Pussy-Mode bei dem ganzen Scheiß. Das sieht man echt krasse Sachen. Vor allem auch so, irgendwie voll die Psycho-Sachen zum Beispiel. Ich weiß nicht, soll ich spoilern? Ich spoiler einfach. Und zwar gab es so zwei kleine Mädchen und das eine Mädchen dachte immer, dass die ganzen Zombies halt, ja, ihre Freunde sind sozusagen und deswegen hat sie ihre Schwester umgebracht, damit sie auch zu einem Zombie wird. Weil, also in The Walking Dead ist es so, wenn man stirbt, wird man halt zum Zombie, egal ob man gebissen wurde oder nicht. Weil den Virus halt irgendwie jeder in sich oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann ihre eigene Schwester, die halt auch irgendwie 8 Jahre alt ist oder so, umgebracht, damit sie zum Zombie wird oder so. Und da gab es dann noch so ein Baby und sie meinte dann so, ja, wir können auch machen, dass sich das Baby verwandelt und so. Und da dachte ich mir schon so, jo, wahrscheinlich. Und da gab es auch noch eine Menschenmetzgerei und so einen ganzen Quatsch, brennende Feuerzombies, die Leute angreifen und ja, kranken Scheiß halt, aber auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Es ist so unglaublich feierbar, ich liebe diese Serie einfach, weil ich habe einfach alles oder jede Folge, die es halt von The Walking Dead gibt, also es gibt im Moment vier ganze Staffeln und halt eine, die ist jetzt relativ neu, obwohl die erste sind auch nur sechs Folgen, deswegen zählt das eigentlich gar nicht mehr so mit, aber ja, also ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt relativ viel davon und das habe ich jetzt in einer Woche durchgesuchtet. Okay, ich habe es nicht mal gesuchtet. Ich habe halt jeden Tag ein paar Stunden geguckt und das reicht ja schon. Also ich will es auch nicht direkt übertreiben. Und ihr wisst, was ich meine. Ich habe 7 Pfeile. Okay, das wollte ich nochmal abchecken. Oh, zack, zack, zack. Aber auf jeden Fall richtig geile Sendung. Wenn ihr mal irgendwie mehr darüber wissen wollt, also meine ganze Meinung über The Walking Dead, könnt ihr mir das ja mal schreiben, weil irgendwie, das ist einfach so eine gute Sendung. Das ist richtig unnormal. Die ist richtig krass gut. Oh Gott. Jo, der ist auf jeden Fall richtig gut. Komm, stirb doch jetzt. Okay, habe ich ihn. Hatte der irgendwas, was ich brauchen könnte? Vielleicht das Fleisch oder so. Oh, Jungs, wie viel Dings habe ich denn bitte? Wie viel Eisen? Ich glaube, ich crafte mir mal was Schönes, oder? Soll ich? Ach komm, YOLO. Zack, 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 zack. Wop. Und zack. Das ist natürlich schön, was wir jetzt haben, ne? Habe ich 2 Dias? Ne, habe ich eh nicht. So, ist da noch irgendwas wichtig? Nö, ich glaube nicht. Es leben eh nur noch 3 Leute. Und zwar hätten wir da hinten einmal jemanden, der sieht schlecht aus. Und wie sieht der andere aus? Oh, der sieht ein Ding besser aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn mit der Rod getroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit fliegt, ehrlich gesagt. Wow, zack. Okay, ich werde jetzt machen, dass die beiden aufeinander laufen. Ich habe noch nicht so eine gute Taktik raus, wie man SG Heroes gewinnt. Also wenn ihr irgendeine richtig gute Taktik hat, die immer funktioniert, dann schreibt mir das mal. Oder, ja, keine Ahnung, das ist halt im Endeffekt okay, also... Genau, man muss halt der Letzte sein, der gewinnt, aber irgendwie, ich werde immer zerteamt irgendwie, so mehr oder weniger. Also in den letzten 2 Runden waren es sogar wirklich Teams, die haben sich ausgerüstet gegenseitig, habe ich auch alles aufgenommen und so. Die werden schon gebannt. Aber irgendwie jetzt zum Beispiel, man darf sich halt nicht von beiden angreifen lassen, wie es bei mir gerade passiert. Der eine Bus spammt mich. Vor allem der Bus spammt einfach mich und nicht den anderen. Okay, jetzt kämpfen die, da werde ich einfach mal abstauben. Yo, okay, ich staube jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Okay, der Typ heilt hier gar nichts, glaube ich. Der ist komplett dicht. Der weiß gar nicht mehr, was hier passiert. Lol. Lol. Okay. Also die Kills, die ich gemacht habe, die waren auf jeden Fall richtig heftig. Oh, komm her. Komm her, komm her, komm her. Oh, oh lol. Ich hätte nicht gedacht, dass der so low ist. Auf jeden Fall GG. Das ist übrigens mein GG. Ich mache mal so, weil ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, dass euch diese kleine Episode soweit gefallen hat. Ich werde versuchen, jetzt noch ein paar Videos in den Ferien hochzuladen. Vor allem SG Heroes, weil irgendwie finde ich das eigentlich ganz chillig, so mehr oder weniger. Deswegen könnt ihr halt mal schreiben, ob ihr SG Heroes genauso chillig findet wie ich. Also, das letzte Video... Alter, wie viele Mods sind gerade online? Also, das letzte Video von SG Heroes kam richtig gut an eigentlich. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Intro oder was auch immer war. Aber auf jeden Fall kam es eigentlich ganz gut an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr halt SG Heroes auch ziemlich chillig findet, so wie ich halt. Also, man kann es halt nicht so suchen, finde ich, aber es ist halt trotzdem chillig. Und ja, also ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt einfach, ich probiere jetzt nochmal eben das hier kurz. Bam, 40 Tokens, yay. Also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt einfach mal Hashtag Crystal in die Kommentare. Weil ich habe hier also einen enchanteten Kristall. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video so weit gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, schaut euch auf jeden Fall mal Walking Dead an, das ist mega geil und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.